So, moin, hallo und herzlich willkommen pünktlich zur Stunde zum Liga 3-Rennen der IAC. Ich weiß nicht, wer da gerade gepennt hat und wieso das Qualifying schon 1 Minute 30 läuft, aber der Streamer ist heute anscheinend ein ganz dicker. Bei mir ist Pascalus. Guten Moin, Tag. moin. Und es regnet. Ja, aber mir wurde gerade die Info übergeben, dass das Rennen trocken ist. Rennen ist trocken, okay. Das heißt, wir werden wahrscheinlich die meisten mit Trocken-Setups haben, was es nochmal ein bisschen spannender macht. Aber es ist noch starker Regen, oder nicht? Ich weiß nicht. Also die Intermediates sind auf jeden Fall schneller, weil jeder mit Intermediates fährt. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass die schneller sind. Ich gehe mal, wer ist denn der Erste? Wunschloser ist der Erste. Aber es ist auf jeden Fall nicht wenig Regen, das stimmt. Smitty kann Pixel zählen. Liegt es an mir, dass Smitty Pixel zählen kann? Warte, ich guck mal. Oh ja, es liegt an mir, dass Smitty Pixel zählen kann. Leute, wir haben alles unter Kontrolle hier. Mann, ich muss doch meine Dings einstellen. Wieso sagt mir das denn keiner? Chris, wirklich. Du musst mir das doch vorher sagen. Grafikeinstellungen. Hat man sagt, bei mir passt. Ja. Atman ist aber Und eine bei Wurst. Kader auch. Ja, die sind aber alles Würste. Ich muss die Max FPS trotzdem runterstellen. Oder ist Max. schon einer ist schon Oh. Frostit ist gestorben? Auch. Doch, bestätigen. Mann, Frostedia, hättest du nicht mal anders sterben können, wirklich. Mann, wieder Eau Rouge, war ja wieder klar. Einfach den Russell gemacht. Den Norris gemacht. Schade. Ja. So. Kameramann. Ja, Kameramann ist da, Leute. Kameramann ist da. Im Gegensatz zu Frostedia, ne? So, Wunschloser. Gucken wir mal an, wie die erste Pushlap aussieht. Ach so. Weil ich merke, ich bin. Ja, ups, das war aus Versehen, das war auch aus Versehen. Ich bin ein bisschen überfordert gerade. Da kommt jetzt einer direkt vor ihm aus der Box raus. Wer ist denn das? Entweder Demio oder Radek. Ist Radek. Hoffen wir mal, dass der aus dem Weg geht. Rouge sieht aber schon mal gut aus. Radek geht wunderbar aus dem Weg. Und jetzt kommt der Todeskorb. Warpix annehmen und einladen. Ja, kann ich gleich machen. Was heißt denn gleich, Admin? Heißt gleich jetzt oder heißt gleich so in 5 Minuten gleich? Wunschloser kommt hier schon mal gut durch, aber ist extrem vorsichtig, na, das merkt man Ja. schon. Aber dass du nicht rutschst, ist schon mal ein großer Vorteil, ne? Also. Oh, wir haben gelb. Aber scheint nichts gewesen zu sein. Soll Pascal machen. Ja, Ja, wenn er mir eine schickt, muss halt. Oh, durch Urush wird das eng. Und jetzt haben wir gelb in Oh, da ist Sektor schon. 3. Da ist einer von den Mercedes. Wer ist denn das? Duffy Das müsste es Duffy? sein. Das steht Duffy, steht da. Ups, nimmt das Ja. Schild mit. Wunderbar. Wir gehen aber zurück zu Wunschloser. Gucken uns die zwei Stavelos an. Kann es sein, dass der Laura heißt? Was? Ich weiß nicht, ob er Laura heißt, bin ich ehrlich. Keine Ahnung. Ich muss mal kurz mein So, mal Mikrofon ein gucken. bisschen leiser machen, sonst schrei ich, glaube ich. Sein Der Crush. hat ja gerade die So. Kurve, was ist denn das? Voll genommen? Der hat die voll genommen, oder nicht? Blanchimor. Ja, Blanchimor geht auch voll in Intermediates. Vasco geht dann nochmal auf die Seite. Ist ein bisschen komische Situation da jetzt. Wunschloser geht es aber mal auf die 1 mit der 55. Jojo Drei auch Jojos tot? tot. Och. Wo ist Jojo gestorben? No Name oder was? Demio ist da schnell. Wo ist denn Jojo gestorben? Ach, Jojo hat Qualisperre. Ach ja. Ah! Ja, hä? Entschuldigung. Kann ja keiner wissen. Ich meine, wir fangen den Stream 2 Minuten nach dem Qualifying an. Sehen wir so aus, als wären wir vorbereitet. Ratz kommt als nächster, glaube ich, über die Ja. Linie. Gucken wir mal, ob der. Ja, Aber der ist das. auf jeden Fall zu langsam. Ja. Was macht die Josia? Wir haben irgendwie überall gelb. In Stavelo 1 steht ein Alfa Romeo, wenn mich nicht alles täuscht. Shepard müsste jetzt auch kommen. Ja, danke für deine Info, Felix. Guck mal. Ah, stimmt, Shepard kommt sogar noch davor, ne? Ja, Shepard auf die der. 5, die Runde ist auch nicht schnell. Josia ist auch nicht sonderlich schnell, geht auf die 3. Aber die Abstände sind groß. Was macht denn Radek? Hat schon gecuttet. Lunox fährt die ganze Runde hinter Waschbär. Also was da los ist, weiß ich auch nicht so genau. Geht aber trotzdem auf die 5.
Radek steht sonst wo in der Gegend rum. Mark mit K geht jetzt, glaube ich, auf seine Runde. Apex. Ich glaub, Radek hat keinen Frontflügel mehr. Der Duffy. Okay. Weiß nicht, was der gemacht hat. Gucken wir mal. Duffy, was macht Duffy? Geht in die Box. Dann gucken wir uns mal den dicken Radek von außen an und gucken, ob die Theorie stimmt, die der Herr Pascal uns geäußert hat. Ja, das Ding ist weg. Schade. Ich meine, ich würde sagen, ich bin überrascht, aber bin ich irgendwie nicht. ja, ist der einzige. Mark mit K ist doch schnell, oder? Das sieht irgendwie. Und, Mark Matters, oder wie heißt der? Matters, Kollege. Matters. Matters ist A. Aber der hat schon eine Runde. Bei dem ist nicht so spannend. Bei Mark ist spannender. Alpine Upgrade. Achso, ja, stimmt. Weniger Drag eigentlich, ne? Voll smart für Matters Rouge. Auch die 3. Oha. Warte mal, ich mach mal hier die. Oh, das wollte ich nicht. Ich bin komplett überfordert, ne? Sag ich dir, es ist. Kann ich nicht irgendwie hier den Abstand anmachen? Nee. Ach, vergiss es. Was für ein Abstand? Ich bin überfordert. So, Leute. Die Alpins lassen sich da gegenseitig vorbei. Das habe ich gar nicht über. Mark mit K. Oh, das ist kein Cut. Da hat er ein bisschen Glück gehabt. Da bleibt er gerade so drin. Ich habe jetzt ehrlich gesagt natürlich von den Sektorzeiten keine Ahnung, was gut ist und was schlecht ist. Oder kriegt der Windschatten ein bisschen? Waschbär, das gibt's, ja. Ein paar Tausendstel gibt das. Sauer, Smitty. Entschuldigung. Durch die letzte Kurve. Oh, da stehen beide vor der Räder. Hoppala. Das war ein bisschen spät auf der Bremse. Oh, kriegt dann die zweite auch nicht mehr. Dann braucht das Ewigkeiten, Junge. Und jetzt ist das Ding rum. Oha. Ja. Ja, gut. Man eben so die Pole geholt. Kann man mal so machen. Was mich überrascht ist, dass so viele einzelne Runden fahren. Man sieht es kaum, dass Leute mehrere Runden hintereinander fahren. Ja, stimmt, ne? Die fahren dann direkt in die Box, ne? Ja, also irgendwie alle eine Runde in Box. Demio ist jetzt noch draußen, aber das sieht irgendwie nicht so schnell aus. Fleischwolf auch nicht schnell. Kollege Matters ist wieder schnell, aber Kollege Matters hat kein Benzin mehr. Schade. Oh. Also, entweder er fährt die Runde zu Ende und bleibt dann liegen, oder er fährt es in die Box. Gucken wir mal, was er macht. Und? Nee? Also, es kann natürlich auch sein, dass er noch Benzin hat, ne? Nur seine Anzeige da unten blinkt halt. Ich weiß nicht, ab wann die blinkt. Ich meine, geht nochmal auf die 3, verbeißert sich um 8 Zehntel. Die Schritte sind natürlich dementsprechend groß hier im Regen. Shepard ist der Nächste. Heißt der wirklich Laura jetzt? Ja gut, na gut. Mal gucken. Guck mal. Ja, John ist in Split 3. John ist auch ein bisschen dick. John hat bisher auch noch keine Runde. Es hat bisher eh nur die Top 10 der Runde, ne? Oh, Shepard, aber Shepard hat gelüftet durch Blanchiment. Also, es sind nicht alle 100% flat durch Blanchiment. Er geht da in ersten Gang. Weiß nicht, ob das die beste Strategie ist im Regen. Aber verbessert sich um 6 Zehntel. Die Runde ist allerdings nicht besser. Die Position ist allerdings nicht besser. Matters ist immer noch fleißig am Rundendrehen. Der macht das, was ich von mehreren erwartet habe eigentlich. Ne? Dass der fährt und fährt und fährt. Mark ist auch draußen, hat aber schon 5 Runden Rückstand. Jetzt mal gucken, ob der in die Box geht. Genau, der geht in die Box. Also Smitty, ich habe ihn eingeladen. Er hat mir geschrieben, er hätte noch ein Update. Er würde sich beeilen. Aber ob er es dann rechtzeitig schafft, weiß ich nicht. Na gut, wenn nicht, dann halt nicht. Na, dann können wir halt auch nichts dran ändern. Das ist dann halt blöd gelaufen. So, wir haben Gelb, Shepard? Nee, Radek? Ja. Radek, ne? Hat er wieder den Flügel kaputt gemacht? Nee. Also der Mann, der verbringt echt mehr Zeit mit dem Heck nach vorne, als mit der Front nach vorne. Ne? Ist verrückt. Also Matters hat es aber endgültig abgebrochen. Den brauchen wir nicht weiter zugucken. Was ist denn mit Avix? Im weißen Red Bull. Guck mal. Jawohl. Durch Rouge. Das ist... Oh. Ja, also das ist flat bei ihm, aber halt nicht in den Track Limits flat, leider. Ja. Das zählt, glaube ich, nicht.
Demio ist in seiner Outlap. Ja, wer ist denn jetzt? Ist keiner schnell oder was? Ich glaub's ja nicht. Nee. Ich meine, Shepard ist halt schnell, aber der ist halt auf einer Inlap, ne? Ja. Und sonst, ah, guck mal, Ratz ist, glaube ich, schnell. Ratz, ja. Ratz ist schnell, wunderbar. Radek fast. Ja, ja. Das lasse ich jetzt mal unkommentiert. Oh, der hat auch Schwierigkeiten durch Orange. Junge, Junge. Das war ein bisschen eckig. Gucken wir mal, was der erste Sektor sagt. Hauptsache flat, ja. Ja, weiß nicht. Der Zehntel hat, ich auf den Körper drauf, wenn es geht. Oh, er geht aber drüber, ne? Manche machen das und können das halten, ja. Josia, was macht er im ersten Sektor? Josia ist 1/4 schneller. Ich glaube, das ist spannender dazu zu gucken. Ich bleibe erstmal bei Josia drauf. Der, oh, Junge, verliert da das Heck, hat aber auch Glück, dass er dafür keinen Cut bekommt. Und geht da, aber die gehen alle so weit die Gänge runter. Ich verstehe das nicht, Leute. Es regnet doch, fahrt doch ein bisschen höhere Gänge. Macht es euch doch nicht so schwer. Ist doch so schon schwierig genug. Die Bremsschilder sind übrigens mittlerweile alle weg, ne? Das war kein. Ja, das war ein bisschen komisch, dass das kein Cut war. Ich dachte auch, dass es ein Cut ist. Also, Josia, die Runde ist nix. Können wir mal wieder zu Ratz rüber gucken? Was der im Mittelsektor so fabriziert. Der ist 3 Sekunden schneller. Das bringt halt aber leider Gottes auch nix, ne? Das ist halt immer noch zu slow. Vasco ist doch eigentlich ein faster Junge, oder nicht? Schauen wir mal bei dem in die Runde rein. Wie das bei dem so aussieht. Bisher alle seine Runden gecuttet, glaube ich. Der geht im fünften Gang runter für Puon, Junge. Was ist denn da? Oh, tot! Junge, was ein Call, Alter. Ich habe einfach den Tod drauf gehabt, Junge. King. So, Demio. Gucken wir, was Demio macht. Der ist der nächste durch Puon. Der kommt da lebend durch. Ja. Der Vasco ist natürlich unlucky. Der startet von ganz hinten, ne? Demio, das ist so krass, wie viel anders die er mal hat, ne? Das ist verrückt. Das Startziel, die machen komische Sachen. Demio durch den zweiten Sektor aus, ja. Ist 2/10. Er braucht halt jetzt eine halbe Sekunde, ne? Wenn er das schaffen will. Stimmt, wir gucken, was John macht. John fährt Outlap. Ach schon, Radek war jetzt auch nicht so berauschend die erste Runde, ne? Schade. Ja. So, gucken wir mal, letzte Schikane. Er kommt da ohne großen Lockup durch. Das sieht eigentlich gar nicht schlecht aus. Er bleibt auch einen Gang höher. Ob das für 1 reicht? Da hast du nicht geschafft. Schade, aber war close. John geht auch seine Runde, aber dem wollen wir nicht zugucken, wenn er gerade erst auf die Runde geht. Wer ist denn noch? Duffy, das ist auch nix. Wer ist denn? Ist das Fleischwolf? Nee, das ist Waschbär. Waschbär kommt über die Linie und geht auf 7. Und dann einer von den Red Bulls. Ist das jetzt Avix, der da kommt? Der kommt, aber der ist gecuttet. Ja. Ist dann als nächstes einer von den Alpins, glaube ich. Genau, Radek kommt. 1,6 Sekunden im Mittelsektor. Ui. Das geht im Moment in Richtung P6, 7, sowas. Das könnte einen Sprung geben. Ja. Bleibt er flat durch Blanchimont? Oh, er lupft und er cuttet! Och! Er cuttet nicht! Was? Er fährt sie zu weit, glaube ich. Ja, der Mann hat es auf jeden Fall verstanden. King! Ja, das kann man jetzt als entweder man sagt, es ist smart oder unfair, ne? P5. Ja. Okay. Wer kommt denn? Der andere Alpin, kommt der noch? Ne, der ist auf einer Outlap. Nee, Outlap, ja. Dann ist der. Wer ist denn der? 4 Wunschloser kommt, oder? Nee, Wunschloser ist slow. John fährt noch. Der dicke Sektor. Gucken wir mal John zu. Was sagt denn die Zwischenzeit? Hast du die Zwischenzeit gesehen? Ah, die Zwischenzeit, nee. Die sagt gar nichts, weil er noch keine Runde hat. Genau. Voll schlau. Er ist auch nicht ganz flat durch Blanchimont. Gucken wir, wie er die Bremsphase hinkriegt für Busstop. Ja. Sieht gut aus. Vorsichtig auf dem Gas. Und jetzt, P4. Nicht schlecht, ja. P4 kann man sich doch gut geben. Wer ist denn? Kommt da einer von den. Nee, kommt da.
Kommt da ein Red Bull? Kommt da Avix nochmal? Diesmal kommt Avix und diesmal glaube ich ungecuttet sogar. Hat ein bisschen Verkehr in der letzten Kurve mit Duffy. Der geht aber aus dem Weg, der muss nämlich in die Box. Oh! Opa! Das war's nicht so. Aber die Runde! Hallo! Hallo, P4! Nicht schlecht. So, wer kommt denn jetzt noch? Da kommt, glaube ich, der zweite Red Bull. Ne, der ist auf einer Outlap. Dann ist das Radek. Das ist Radek, der kommt. Der hat eine Sekunde im Mittelsektor. Wenn der gut durch Blanchimer kommt, dann könnte er das Pole geben. Was macht er diesmal? Er fährt wieder weit. Ja, und jetzt? Ich habe das letzte Woche schon im Stream gemacht, ne? Ich meine, es ist jetzt offensichtlich... Das haben auch letzte Woche ganz viele andere Leute gemacht. Dass er das mit System macht, ne? Jetzt ist die Runde, es ist P3. Ich muss mich mal kurz ein bisschen leiser machen hier im Stream, sonst bin ich ein bisschen laut, glaube ich. Oh, das und Fleischwurf auf 4? Ja. Peter Radek. Jetzt ist aber die Frage, ne, wie wir... Also, das ist halt... Also, ich weiß jetzt nicht so genau, ne? Weil... Also, manche haben das auch letzte Woche schon gemacht. Ja, da kommt John nochmal. Aber... Es ist halt auf jeden Fall schneller im Regen, ne? Das brauchen wir nicht diskutieren. Und es ist auf jeden Fall, macht er es auch mit Absicht. Also, ich weiß. Und John ist flat durchgefahren. John ist jetzt flat durchgefahren. Ich glaube, die Strecke wird besser. Ja, es sieht auch nach weniger Regen aus. Ja. Gott! Doch, Chris! Nein, das war nicht gut. So, John, aber die Runde könnte. P3. Ja. Die Runde ist okay. Gucken wir, was macht ein Apex zum Beispiel? Der ist bisher noch keine Runde gefahren. Die Runde sieht auch wieder nicht sonderlich aus. Oh, Demio! Also. 53. Joa, okay. Die Zeit ist jetzt bei uns abgelaufen. Also, ich schätze mal, es ist noch so eine Minute oder sowas oder anderthalb. Och, wie fährt er denn da auf den Apex drauf? Apex. Also ein... Oh! Ui. Ja, das war's mit dem Flügel. Also, meines Wissens nach, Karotte, ist es nicht egal, ob man das macht oder nicht. John hat gecuttet. Josia, Fleischwolf, guck mir mal Fleischwolf zu. Ja, aber Karotte, das ist ja so... Das ist jetzt halt Auslegungssache, ne? Das werden wir jetzt... Hier können wir das jetzt nicht ausdiskutieren. Ja. Das wird halt dann nachher was für die Stewards werden. Mark hat ja auch gecuttet. Ja, aber Fleischwolf. Vielleicht kann er den Zehntel. Reicht nicht, schade. Wunschloser hat gecuttet. Was ist denn mit Avix? Ja, der steht in Busstop. Das ist auf jeden Fall nicht schnell. Apex ist tot. Ja, jetzt sind doch alle durch, oder? Mark und Johnson auch beide durch. Shepard hat auch gecuttet. Ja. Wunschloser auch. Oh, Wunschloser, der legt da nochmal einen Slide hin. Was macht Avix da? Muss man das verstehen, was er da macht? Also er rollt nur noch über die Linie. Ja. John fährt die Runde da noch zu Ende. Also, können wir Quali eigentlich schon mal durchgehen? War nicht in Ungarn schon beide Williams auf P1 und P2? Kann sein. Ich glaube, die haben jetzt das zweite Mal hintereinander sich die erste Reihe komplett geschnappt. Ja. Dann auf 3 John Abstand auch, ne? Und 4 Radek. Ja, das stimmt. Generell Abstände halt groß. Es haben nur 13 Leute eine Runde geschafft. Also gut, Jojo hat eine Quali-Sperre gehabt, ne? Startet aber jetzt von 14. Das stimmt, ja. Frostedje tot. Tim hat alles gecuttet, so wie es aussieht. Apex hat keine Runde bekommen. Vorhersage. Schafft John heute sein erstes Podium? Ich meine, das Rennen ist trocken, ne? Bis ja 20 Punkte dafür. Aua. 3000 dagegen. Ja, es sind immerhin 520. Freie Reifenwahl ist es natürlich auch eine Sache, ne? Ist es Soft Medium? Es ist dann Soft Medium eigentlich, ne? Kann ich mir nicht vorstellen, dass jemand anderes was anderes fährt. Denke ich mal. Was macht denn Apex? Ich möchte zugucken, was Apex macht. Keine Ahnung, was Apex macht. Der hat keinen Sprit mehr anscheinend, oder was ist das? Ja, der hat keinen Sprit mehr. Nee, eigentlich müsste das... Nee, er hat noch Sprit. Oder? Aber kein Flügel, glaube ich.
Nee, ja, der Flügel, der ist auf jeden Fall weg. Das haben wir ja schon gesehen. Den hat er in der letzten Kurve verloren. Ja, stimmt. Weiß nicht, keine Ahnung, was er macht. Ja, er lenkt aber auch nicht so wirklich, ne? Ist halt der Kurve, muss er halt lenken, kann man nichts machen. Shepard P11, wie ist es eigentlich, wo ist denn der zweite Lunox? Also im Battle Alpine gegen Aston. Die Alpines stehen auf 4 und 11 und die Astons auf 9 und 14. Da ist auf jeden Fall Vorteil für Alpine. Aber man muss ja auch dazu sagen, ne, ob wirklich P1 in der Startaufstellung die beste Position ist nachher auch für Runde 1, ne? Das ist ja in Spa ist das ja so eine Sache, weil die gerade so lange ist, können ja sechs Leute haben wir. Nee, fünf, nee, sechs Leute ohne Runde. Heieiei. Und jetzt wird es ja nochmal komplett anders, jetzt ist es gleich komplett trocken. Genau, ja. Also die Pace kann sich jetzt halt komplett verändern nochmal, ne? Ja. Also John Radek Reihe 2, Josia, Fleischwolf auf 5, 6, 7, 8, Wunschloser und Mattas, Lunox und Abix machen die Top 10 voll. Shepard, Waschbär und Ratz 11, 12 und 13 und die letzten mit Runde und danach alle eben ja immer gecuttet oder gestorben oder Quali-Schwere gehabt. Ja. Sechs Leute, heieiei. Ich überlege gerade, ob ich, wenn ich jetzt bei der Vorhersage mitmachen würde, ob ich denn auf das Podium von John gehen würde. Weil ich bin eigentlich fast, ehrlich gesagt, auf dem Dampfer, dass er das macht. Das Problem ist halt nur, ne? Es ist halt Spa. Und es ist halt, wenn du einmal diesen Curb in einer von diesen 22 Runden einen Curb mal falsch erwischt, ne? Ja, dann machst du nichts mehr, so, dann bist du tot. Oder halt nicht tot, aber halt raus, ne? Das ist halt. Es ist ein extrem schmaler Grat. Gucken wir mal, was die Jungs mit den Reifen so machen. Es sind alle auf Soft bis auf Jojo. Ist, glaube ich, gar nicht so blöd, auf Medium zu starten. Ist, glaube ich, gar nicht blöd. Ah, jetzt ist noch einer auf Mediums. Wobei grade. Das, glaube ich, letztes Jahr nicht so strong war, hier auf Medium zu starten. John ist auf Mediums. Da war es, glaube ich, sogar die schwächste Strecke, dass du auf Mediums startest hier. Okay. Da war die Soft gar nicht, konntest du nichts mehr machen eigentlich. Mal gucken. Ja, ob das Spielsystem anders ist. Das Problem ist halt, das Ding ist halt, es ist halt immer so ein bisschen ein Gamble, würde ich mal behaupten, ne? Wer ist denn hier disqualifiziert schon? Irgendeiner schon disqualifiziert. Ratz, okay. Also Tim ist auf harten. Okay. Also harte Reifen weiß ich jetzt nicht, ob ich das gemacht hätte. Ja. Und klar, im hinteren Feld dann einige auf Mediums. Jojo, Frostedje und Vasco, alle auf Mediums. Und halt vorne John, ne? Das ist halt interessant. Das Problem ist halt, der wird am Anfang, wird er wahrscheinlich im Windschatten und DRS schon mitkommen. Das Problem ist halt, dass er dann so einen fetten Undercut kriegt, dass er, schätze ich mal, so mindestens 5 bis 6 Positionen verlieren wird, ne? Ja. Und dann nach vorne kommen, ist halt dann auch die Frage, wie groß der Train vorne ist, ne? Wenn die sich aufsplitten einigermaßen, wird er wahrscheinlich relativ einfach durchkommen, ne? Ja. Wenn das halt hinten, wenn das vorne eng zusammenbleibt, dann könnte das schon schwieriger werden. Wir müssen mal festhalten, die Vorhersage steht gerade 26.900 zu 27.100 oder was ist das? Ne, 27.600. Ja. Viele machen mit auf jeden Fall. Viele Punkte und die Leute sind sich auch nicht einig. Ne? Es ist auch eine gute Vorhersage, finde ich. Ist nicht so eindeutig. Mit John auch noch mit der anderen Strategie wird dann schon mal spannend. Ja, es kann natürlich auch sein, wenn halt das Safety Car für die da richtig kommt. Ja. Dann, das ist halt wahrscheinlich die Strategie von Tim, ne? Der fährt halt bis ein Safety Car kommt, basically. Ja. Normalerweise hat John einen Vorteil. Ja, normalerweise, aber es ist halt dadurch, dass halt Spa im Zug so schwer ist zu überholen, ist halt die Frage, ob du die Position wiederkriegst, wenn du sie einmal verloren hast. Das ist halt das Problem, ne? Norrell ist all in gegangen und Chris und ich auch. Ach du Scheiße. Sven hat es gerade so geschafft. Ist nicht der Restart, ist ein normaler Start. Ja, ist ein normaler. Ich glaube, er wollte Rennstart schreiben, aber hat die Ends irgendwie vergessen wahrscheinlich. So, also, du musst jetzt sagen, wer gewinnt. Wer gewinnt? Weiß ich gar nicht. Ich sag Radek. Radek? Ja. Okay.
Radek ist mir zu langweilig. Ich sag, Wunschloser gewinnt. Weiß nicht wieso, ich weiß nicht, wie schnell er ist, aber Wunschloser gewinnt. Was war denn Pole? Pole war im Regen. Pole war 53 irgendwas. Was ist denn das für eine Cam, Alter? Hallo? Cam, bitte? Ich sehe nicht mal die Lichter. Die Lichter sind, weiß ich nicht, aus! Die Farben! So. Ja. Die beiden Williams scheinen gut wegzukommen. Hallo, Codemasters! Lass mich was sehen. So. John da hinten wird ein bisschen eingequetscht. Ja, da hinten gehen viele weit, aber scheint jeder überlebt zu haben. Ja. Und John und Radek side by side. John bleibt vorne. Boah. Gerade so, aber Radek. Oh, und da, Waschbär ist tot. Und Frostet ja auch. Und saved VSC. Boah. Ja, da wollten wahrscheinlich mehrere side by side durch Urush, ne? Das, Und Duffy da hat Duffy seinen Flügel verloren. Duffy und Jojo 5 Sekunden, ganz viele 5 Sekunden. Was ist denn los? Da hat sich einer gedreht. Dunox. Aber wieso haben die alle da vorne 5 Sekunden? Jetzt da hat einer kein Flügel, noch einer Flügelschaden. Was haben die denn gemacht? Aber hallo, es ist doch Safety Car, Leute. Fleischwolf also, hat keinen Flügel. Also Duffy ist scheinbar Jojo hinten drauf gefahren, ne? So. Manche haben auch 10 Sekunden, hä? Lunox hat sich... Ich glaube, das war halt in diesem Dreher, ne? Radek hat einen Flügel noch. Wie sieht's bei Josia aus? Da kann ich keinen Damage Safety erkennen. Car haben wir. Wir haben Safety Car. Volle Safety Car, okay. Ja, perfekt für die Soft, Leute. Ja. Box und durch. Nee, Box und durch. Ich so weiß, früh? Letztes Game ging's von hier ab auf Mediums. Ich weiß nicht, ob's auf Mediums geht. Auf Harten geht's auf jeden Fall. Wir haben da hinten Positionstausch. Bei Matas. Und das ist. Da ist jetzt ohne Flügel. Da müsst ihr jetzt aufpassen. Ne? Da, ja, das ist jetzt mit wieder vorbeilassen. Ratz und Fleischwolf. Ja, die stehen, bleiben alle stehen. Alle bleiben stehen und alle stehen und es gibt großen Stress. Und da hinten. Ja. Avex kriegt die 5 Sekunden. Das war klar, dass da jetzt einer 5 Sekunden kriegt. Lasst euch nicht vorbei, Leute. Unter Safety Car. Einfach fahren unter Safety Car. Wir gucken, was die Boxen, Jungs. Was die Jungs an der Box machen. Demio bleibt. Mark geht. John bleibt. Rade geht in die Box. Josia bleibt. Nee. Wunschloser. Demio geht, glaube ich, nicht. Ja, aber ich glaube, man kann auch auf Harten. Was macht Avix? Avix bleibt mit Hart geht, ja. Es ist natürlich mit den 5 Sekunden. Ist es natürlich keine schlechte Idee, auch jetzt in die Box zu gehen. Der Fleischwolf geht logischerweise in die Box. Der muss auch in die Box. Dahinter Jojo bleibt, Shepard, die bleiben alle. Also. Und John hat fast das Safety Car nicht erwischt, weil fast Mark mit K hinten drauf gefahren. Ui. Ist dann ausgewichen. Aber Rade geht auf Mediums. Okay, ich glaube, dass der aber nicht durchfahren kann damit. Ich glaube, der kann durchfahren. Ich glaube, der will auch durchfahren. Wir hatten ja im Supercup hatten wir, ich glaube, zweimal ein Safety Car. Mhm. Und ich bin bei dem zweiten reingegangen, das ist ja Runde 6 oder so, Runde 7. Mhm. Und mit Mediums hatte ich am Ende, kam ja noch eins irgendwann. Mhm. Da hatte ich schon 60% auf den Mediums. Muss halt gucken, wie die anderen fahren, aber war schon echt heftig eigentlich. Ja, da wird's close, ja. Also Fleischwolf, also Radek hat es ja, aber Radek hat eine Strafe, ne? Die hat er dadurch abgesessen. Ja. Fleischwolf ist disconnected. Okay. Stimmt, gerade Fleischwolf ist auch ein Ghost. Vielleicht war das auch der Ghost, der da komische Sachen gemacht hat. Das kann natürlich immer sein, ne? Hat irgendeiner... Warte mal kurz, ich mach mal hier kurz mal... Guck mal, warte mal kurz, mach mal hier die Positionsverschiebung. Wo ist die Positionsverschiebung? Hallo? Hilfe? Ah, das ist bei Details ist das, ne? Nee, Hilfe. Doch, da ist es. Also Vasco, ne? Dem sein Start war, ich würde mal sagen, in Ordnung. 9 Positionen gut gemacht. Das, kann man mal so machen. Generell natürlich, hinten haben viele gewonnen, aber vorne halt kaum Verschiebungen, ne? Die vorne haben alle einen Platz durch Radek halt gewonnen, ne? Ja. Aber sonst alles relativ ähnlich geblieben. Und Waschbär halt, glaube ich, auch, ne? Stimmt, und Waschbär. Sind Frostetje und Waschbär, die waren doch eigentlich komplett woanders, oder nicht? Ja, ich glaube, Waschbär hatte einen relativ schlechten Start und Frostetje hatte, glaube ich, einen relativ guten Start. Und dann sind die zwei sich ein bisschen in die Quere gekommen. Jetzt ist Tim hat jetzt Harte. Ich meine, was Tim macht, ist natürlich jetzt auch interessant, ne? Weil
das ist natürlich für Radek, ist das halt insofern blöd, als dass er dahinter ist auf Mediums und er im Idealfall den Zug eigentlich vorsichtig, hallo, den Zug eigentlich nicht verpassen will. Da ja, muss man bremsen. Ihr könnt doch normal, also wieso kann denn... Sind keine Profis. Ja, du bist auch ein Hähnchen, Frustete. Ich habe doch nie einen Hähnchen-Profi in Formel 1 gesehen, bin ich ehrlich. Aber wieso können denn die Leute nicht unter Safety Car einfach ganz normal fahren? Ist doch nicht so schwer, oder? Fleisch vor 5 Sekunden mit Lulox, ja. Ich weiß es nicht, ob ich im Stream sogar drauf war. Ich bin gerade im Stream am auf Lulox, habe aber nicht hingeschaut. Also, wirklich, das ist ja... Also, ne? Alles was... Oh, Josia ist disconnected. Hoffen wir mal, dass das keine... Wunschloser auch. Hoffen wir mal, dass das Wunschloser auch. Stimmt. Ja, hoffen wir, mal. Dass das keine weiteren... Stimmt, musst du die Leute wieder einladen. Ja, ich bin gerade bei Josia, habe ich jetzt. Josia Inhalt. Bei SHD ist alles kaputt. Weiß ich nicht, was ich mit der Info anfangen soll, bin ich ehrlich, aber hört sich nicht sonderlich positiv an, ne? Ich habe beide eingeladen. Gute Lobby. Die Lobby ist von Pascalus. Alle auf Pascalus sauer sein. Ich habe gar nichts. Alles, was ich gemacht habe, ist den Stream 3 Minuten zu spät an. Ja, die Leggy lobt, ne? Ja, die Leggy, die lobt ein bisschen. Besser als die von Simmerzee gestern. Ja, das stimmt. Ja, ich sag's jetzt aber, wie es ist, ne, wenn wir uns jetzt mit Simmerzee vergleichen müssen. Also ich glaube, so tief sind wir dann auch wieder nicht gesunken, bin ich ehrlich. Ja. Also Wunschloser ist wieder da. Moin. Ja. Und die sind da noch direkt hintereinander, ne? Ja, weil es Safety Car ist halt, ne? Weil die hatten beide gleichzeitig Disconnect. Ja, ne? Ja, die hatten beide gleichzeitig ein Disconnect und sind direkt hintereinander auf der Strecke. Vielleicht hat sich Wunschloser so erschrocken, dass er das Spiel zugemacht hat oder so. Man weiß es nicht. So, jetzt müsste... Jetzt reinkommen. Ja, das Ding müsste doch jetzt langsam wieder reinfahren. Einfach ist sie... beide da rechtzeitig zu übernehmen. Also Wunschloser wird es bestimmt schaffen. Ja, Wunschloser ist jetzt schon drin. Josia ist noch nicht drin, oder? Nee, ist immer noch ein Ghost. Das wird eng. Safety Car kommt jetzt auf jeden Fall rein. Ich hatte Josia aber eingeladen. Vielleicht ist es bei Josia auch Internet related und nicht unbedingt Game related und er kommt nicht. Kann ich wieder. Josia, da ist er. Oh je. Jetzt muss er sich beeilen. Huppa. Das muss er jetzt fix machen. Das wollte ich nicht. Ich wollte das Zuschauermenü zumachen. Ist eigentlich smart, es relativ spät zu machen. Ja. Also ich würde relativ lange warten. Wartet auch immer noch. Jetzt zieht er an. Ja, und jetzt geht er und hat einen guten Restart. Hat einen sehr, sehr guten Restart. Dahinter zieht sich das ein bisschen. Also zumindest Mark ist nicht so wirklich mitgekommen. Und jetzt ist die Lücke zu John. Die ist auf jeden Fall aufgegangen. Da hinten geht ein Red Bull rum. Oh, Avix. Oh, Wurst. Mann. Kalte Reifen, kann man nichts machen. Ne? Blöd gelaufen. Jojo auf 9. Okay. Stimmt, ist auch weit nach vorne gekommen. So und ja, auch. Da war Tim White gerade am Heck von Jojo. Guck mal weiter nach hinten. Ups, da wollte ich nicht hin. Wo bin ich hingehüpft? Hallo, Hilfe. Da wollte ich hin. Oh, Jojo! Jojo tot! Jojo tot! Jojo tot! Jojo tot! Tot, tot! Oh, Mann! Atman, wirklich! Mach doch mal was! Mein Gott! So, sonst irgendwo close. Dahinter ist nix. Und John ist aus dem DRS draußen. Das ja, war's wohl mit ziehen, glaube ja, ich. Ja, John hat den Schwung komplett verpasst. Der hatte schon am Safety Car den Restart so ein bisschen verschlafen. Wer ist denn sonst Radek? Radek ist close hinter Apex. Radek muss auch gucken, dass er... Opa, was macht denn der Red Bull da vorne? Ja, Tokyo Drift. Die Hards sind nicht so. Euch. Nee, geht doch nicht. Geht doch nicht, ja. Unlucky. Waren halt wahrscheinlich auch kalte Mediums, ne? Das ist halt dann... Komfort. Radek. Hier ist es jetzt natürlich schwierig zu überholen, vielleicht durch Blanchimont, aber ich gehe trotzdem mal nach vorne, weil dahinter Mattas gegen Wunschloser, da hinten ist Gelb, das ist Duffy und Wunschloser geht vorbei an Mattas, noch Side by Side durch Blanchimont, Mattas kommt zurück, Radek vorbei an Apex währenddessen und jetzt, da will Wunschloser nicht in rein. Nee.
Das war clever gemacht, dass er da die Nase lieber rausgelassen hat. Gucken wir mal weiter hinten. Busstop. Junge, Tim verliert fast das Auto wieder. Da ist Shepard, hat ein Überholmanöver gestartet. So, und sonst ist jetzt aber... Was ist da hinten? Direkt hinter Tim. Lunox ist in der Box. Und sonst ist es nicht sonderlich eng, ne? Radek direkt hinter Tim, sagst du. Radek drückt, Radek drückt. Dann gucken wir mal. Oh! Und Radek rum! Oh! Hui! Hui! Das war knapp! Hui! Hui, 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 hui. Ein Schaden, glaube ich. Da ist er aber knapp vorbeigekommen. Hei, hei, hei. Zack, Zement, das war close. So, wen haben wir denn? Guck mal, da hinten bei. Oder was heißt hinten? Bei Mattas, der ist gerade am nächsten an Josia dran. Ja. Ja, der Radek, wie der das schafft, das frage ich mich meistens, wie der Radek die Sachen schafft, die er so schafft. Aber ich meine, ich glaube, die einfachste Antwort ist, dass er halt Radek ist. Und ich habe gesagt, er gewinnt das, Mann. Ja. Das wird jetzt schwierig, bin ich ehrlich. Zumal jetzt weiß ich nicht, ob die Reifen das bis zum Ende durchhalten. Weil jetzt, wer steht da? Apex? Nee. Okay. Entschuldigung, falscher Alarm. So, Mattas. Überhaupt nicht mit. Ja, John ist halt auf den Mediums. Ne? John gewinnt safe. Naja, da wäre ich mir nicht so sicher, Frustetje. Die beiden Williams, ich meine, die können natürlich, wenn die das smart machen, ne, dann können die da vorne relativ easy wegfahren und können da eine große Lücke auffahren. Die Frage ist halt, inwiefern die sich da absprechen. So, ich glaub, DRS ist an. Genau, John muss jetzt erstmal gucken, Apex geht 3 Sekunden währenddessen. Guck mal, wir können mal bei Josia in die Onboard reinschnüffeln, oder? Opa! Das war ein guter Zeitpunkt, um in die Onboard zu gehen, würde ich mal behaupten. Aber er kriegt jetzt DRS. Ja, aber vielleicht war das Taktik. Das war Taktik, Kollege. Pass mal auf. Der holt sich den Mattas. Mattas kriegt keins. Der drückt. Ja, Josia drückt. Oh, das wird eng. Josia drückt nicht mehr. Das wird ganz eng. Er versucht und er geht vorbei. Oder nicht? Ja, er schafft. Er ist vorbei. Ja, Glück gehabt. Das war mal... Oh, und Vasco dahinter? Vasco geht an Wunschloser vorbei. Na, schade. Das war mein Tipp für den Sieg. Der muss nach vorne, der Junge, nicht nach hinten. Was macht er denn da? Vasco sieht aber auch sehr gut aus, ne? Ja, nach vorne stürmen. Von Vasco hätte ich auch... Gut, ich meine, Vasco konnte seine Pace wahrscheinlich nie wirklich zeigen, ne? Weil er halt im Qualifying sich dachte, dass die Wand eigentlich schöner ist als die Straße. Ja. Ich muss mal ganz kurz... Okay, gut, perfekt. Entschuldigung, ich muss kurz was gucken. Oh. Apex ist tot! Apex ist tot! Wo ist denn? Kommt jetzt vielleicht Safety Car? Ja, das ist ein Safety Car. Wo ist denn? Apex ist in. Ah, in No Name innen drin wahrscheinlich, ne? So, ja. Und jetzt müssen die aber in die Box. Das ist perfektes Timing für Demio, Mark, Josia, Mattas, Wunschloser, Ratz, Fleischwolf, Avix. Ja. Und an Lunox-Stelle würde ich auch nochmal in die Box. John Kaka. Ja, John, oh, für John ist jetzt halt. Gucken, was macht's? Ich meine, gut, John muss draußen bleiben. Ja, oder was macht, er muss halt jetzt auch. Vasco, was macht Vasco? Vasco geht in die Box. Ah, okay. Ja, Vasco, jetzt mal gucken, der geht wahrscheinlich medium. Hart wahrscheinlich, ne? Ja. Gucken wir mal, das ist wahrscheinlich das Spannendste, was wir gerade kriegen. John spekuliert halt auf ein anderes Safety Car. Ja, John, genau, John braucht dann ein anderes Safety Car. Ja, bei Williams. Double Stack. Der geht auf Harte, genau. Wie viel verliert jetzt dadurch Mark mit K? Gucken wir da mal rein. Oh, der verliert. Ja, nee, doch nicht. Er verliert nicht den Platz gegen Josia. Oh, das war aber knapp. Heißt, er hat im Endeffekt doch dann gar keinen Platz verloren. Doch, gegen Vasco. Okay, gegen Vasco. Vasco ist der Zweite auf 9 Reifen. Und Ratz ist nicht in die Box auf seinen Soften. Gott weiß warum. Aber. Der könnte vielleicht die Leute ein bisschen aufhalten hinter ihm, da könnte John wegfahren. Ja. Ich meine, da ist halt Tim ist auch noch dazwischen als Puffer, ne? Ja. Das, ja, und Tim wird auch. Also, ich weiß nicht. Ratz, wie lange halten denn die? Die Soften, die halten wahrscheinlich, ich schätze mal, so um die. Vielleicht 11 Runden, wenn du sie komplett ausreizen willst.
10 Runden. Dann bist du aber auch schon bei 70%. Ja, dann bist du halt, ja, also wenn du wirklich bis 75 fahren willst, das heißt, Ratz muss dann irgendwann demnächst in die Boxengasse gehen. In die Grube, wie Codemasters sagen, ja, oder? Und Tim, der kann aber noch ein bisschen fahren. Und jetzt ist halt. Fährt ja, mit Tastatur. Der Ratz, ja, das, so sieht das ein bisschen aus, ne? Weiß nicht. Ich glaube, der fährt mit Controller. Das Ding ist halt. Gott. Ja, okay, es sieht schon, okay, es sieht schon irgendwie schon nach Tastatur aus. Ja, es ist halt, ich glaube, es ist halt ein schlechter Controller, ne? Ich glaube halt nicht, dass, also. Ich möchte hier jetzt irgendwie niemand persönlich angreifen oder sowas, aber. Also, wenn man F1 mit Tastatur fährt, dann hat man, glaube ich, wirklich nicht mehr alle Latten am Zaun, ne? Ehrlich, also. Also, ein Controller sollte schon wenigstens drin sein, bin ich ehrlich. Aber es sieht verdächtig aus. Naja. Aber. Mein Punkt. Was ist denn das Logitech F310? Ist das eine Tastatur? Weiß ich nicht. Also, ich kenne es auf jeden Fall nicht als Lenkradbezeichnung, bin ich ehrlich. Vielleicht ist das auch ein Joystick. Man weiß es nicht. Ich guck mal. Oh. Er fährt rein. Ja, Ratz geht in die Box. Opa! Ach, vielleicht wollte der kein Double Stack machen mit Wunschloser, ne? Ja. Oh, hat es geschafft in die Box. Ich mach mir mal nochmal so. Boah, das ist ein ganz altes Gamepad, ist das. Nice! Also ist es. Als wenn das also, von der PS2 oder so ist. Nice! Also es ist aber ein Controller, immerhin. Ja. So, aber jetzt ist vorne, so lenkt Smitty auch, sauer. Jetzt ist es natürlich interessant, weil. Also John ist jetzt in der schlechtesten Position, die man haben kann. Ne? Da muss man jetzt nicht drüber reden. Aber er hat halt Tim hinter sich, ne? Es ist halt die Frage, ob er halt, wenn er wirklich die ersten drei, vier, er muss jetzt die Reifen gut warm bekommen und dann wirklich schnell da vorne wegkommen. Wobei selbst wenn er da vorne wegkommt, das Problem ist halt, Tim wird relativ schnell geschnupft werden von Demio, ne? Das heißt, und dann hat halt Demio viel bessere Reifen als John. Also John braucht halt unbedingt einen Safety Car, sonst ist er halt, dann kann er das Rennen vergessen. Ja. Und selbst wenn halt in 6-7 Runden nochmal ein Safety Car kommt, wird er halt wahrscheinlich außerhalb von den Top 10 dann landen am Ende. Ne? Ja. Also es wird halt. Also für John ist das schon nicht so gut. Muss das funktionieren? Ja. Wir hatten viel auf John gesetzt, weil es hat ja. Pala, Chris und Norrell sind ja All-In. Ist einer All-In auf John gegangen? Weil an dem seiner Stelle würde ich schon mal Insolvenzantrag fertig machen. Mhm. Weil, also das sieht nicht sonderlich rosig aus, bin ich ehrlich. John wird gleich hart hops genommen. Ich sag mal, so unwahrscheinlich ist es nicht. Aber... haben doch gegeneinander. Ja, da muss einer von beiden muss dann vielleicht mal zum Steuerberater oder so. Safety Car kommt rein. Was wir letztes Mal so hervorgehoben haben, negativ, was wir jetzt positiv hervorheben müssen, ist, dass es alle geschafft haben, sich nicht gegenseitig in die Karre zu fahren unter Safety Car. Also wenn man es negativ hervorhebt, muss man auch positiv hervorheben. Von daher, wir hatten eine clean Safety Car Runde. Ich gehe mal davon aus, das ist ein Erfolg. So, jetzt sollen wir uns mal den Restart aus der Onboard von Demio angucken. Das könnte doch ganz interessant werden. Ja. Ich meine, gespannt, wann John anzieht. Er kann eh noch nicht. John ist relativ schnell gefahren, als der Safety Car dann weggefahren ist. Jetzt geht er. Oh, er macht zu weit. Er verbremst sich. Das ist natürlich nicht gut, wenn man sich an seinem Ratz und Duffy haben 5 Sekunden. Tim kommt nicht mit, und okay. Tim hat jetzt schon 7. Aber Demio drückt. Also ich gehe mal davon aus, wir sehen es gleich. Oh, und Tim hat sich leicht verbremst. Oh. Tim verliert das Heck. Ja, also ich glaube, das ist kein Contest mehr. Da wird Demio jetzt relativ easy vorbeifahren. Auf der Geraden. Fängt früh an zu drücken.
In Urush ja, ist da mutig. Fleischwolf kriegt 3 Sekunden. Und Tim drückt aber auch. Tim drückt gegen. Jetzt gehen wir mal auf die Outboard. Und dahinter auch side by side. Vasco vorbei an Mark. Ups, jetzt bin ich da zu weit gehüpft. Und dahinter. Oh, Vasco an Tim. Oh, der will fix vorbei. Der will fix vorbei. Oh, der fährt ihm hinten drauf. Aber ist durch, Kollege Vasco. So, der nächste, der jetzt vorbei muss, ist Mark. Der hat Mediums. Der muss jetzt auch ganz fix vorbei. Und guck mal, Demio ist schon wieder im Sekundenfenster von John. Also, John kann sich das abschminken mit dem Wegfahren. Ja. Oh, da hinten geht einer von den Alfa Romeos weit. Das ist Josia gewesen. Oh, Mark auf dem Curb. Oh, dahinter Mattas verliert fast das Auto. Und verliert wieder fast das Auto so. Und jetzt, oh, Tim ist weit und oi, Mark. Hui, hui, ist der weit gegangen da. Da kommt die Wand relativ fix. So, Mark vorbei. Mattas auch gleich vorbei. Oh, Tim auf dem Gras. Ja, so, die beiden sind es mal aber durch. Ich gehe nicht davon aus, dass Tim da nochmal eine Gegenattacke starten will. Oh, Tim. Tim verliert das Auto. Dahinter sind sie side by side irgendwie oder irgendwie auch nicht. Ah, Avix auf den 3 Sekunden weit drauf. Perfekt. Und dahinter alles relativ gesittet. Gucken wir mal. Aber in Kurve 1 sieht auch nicht so aus, als ob da hinten was passiert. Ist denn Demio nah genug dran an John? Josia an Tim vorbei. Josia an Tim. Das müsste aber für Tim auch einen Cut gegeben haben gerade. Wunschloser holt sich einen Cut und könnte sich jetzt auch die Position holen. Wir gehen mal onboard. Es reicht nicht gegen Tim. Dahinter. Ja, nee, das reicht auch nicht. Und dahinter ist Radek an Avix vorbei. Genau. Liga 3 kannst du beitreten. Das, genau. Wunderbar, SAD. Ja. Service nenne ich sowas. So, und Demio ist jetzt direkt hinter John. Da passt es kein Blatt Papier mehr zwischen rein. Und John vielleicht auch ein bisschen nervös. Ja, ich meine, für John ist es halt auch schwierig, ne? Tja, du darfst gar nichts, wenn du hast hier keine Rechte. Frech nee. Sowas. Guck mal, vielleicht probiert er schon durch Blanchiment in die Bastrop rein. Er will, jetzt hat er aufgehört. Boah. Drückt denn der dicke John? Nee, der will, der drückt nicht. Der will wahrscheinlich DRS haben und sich ziehen lassen, nehme ich an. Er will, aber Demio will glaube ich auch nicht, ne? Sieht nicht danach aus. Nee, wollen beide nicht. Und dahinter wird es... Vasco kommt richtig nah ran. Ja, dahinter ist es Vasco. Das könnte es lustig werden. Dafür muss ich auf die Outboard, Leute. Wenn wir Glück haben, dann gibt das gleich ein 3-4 White. DRS ist an. So, Leute, jetzt wird's lustig, die Bastard hoch. Gehen wir mal drauf auf John. Oder gehen wir drauf auf Vasco? Bis zu Lunox und allem Alptrain. Junge, Junge. Ja, gut, jetzt aber, zwei. Ja, jetzt ist Demio, der... Da hat Vasco hat die Traktion nicht ganz auf die Straße bekommen. Ja, John ist da jetzt ein bisschen, wie sagen die Engländer immer, Sitting Duck oder so? Ja, Sitting Duck ist er, genau. Ist jetzt auch überholt worden. Dahinter, gucken wir mal, was passiert so um P9 oder 10 oben, da passiert nichts. Nee, dahinter, da bleibt alles, wie es ist. Außer Ratz, der ist in der Box. Schon wieder? Nicht Zani, du darfst auch nicht in Liga 3. So, jetzt ist die Frage, kommt Demio aus dem DRS raus? Ne? Oh, der, guck mal, der, da hat einer E-Sports geschaut. Da hat einer E-Sports geschaut. Oh Mann. Über den grünen AstroTurf. Er muss es jetzt, wo ist denn der Messpunkt? Der zweite ist kurz vor Bastop. Oh, da hinten ist gelb und das ist Avix. Der aber steht nicht. Da, aber sieht so aus, als hätte er keinen Schaden. Ja. SAD ist sauer. Und Radek! Was? Radek? Wo Radek? Ach, Dreher. Ach, dicker Radek. Tim hat 3 Sekunden. Da ist der Nächste. Avix ist ihm, glaube ich, reingefahren. Avix und Radek jetzt. Und Ratz ist tot. Safety Car. Safety Car. Und das, John, du musst handeln, John. John! Achso, John ist in der Box.
Ich habe ihn gerade verwechselt. Entschuldigung. Upsi. So, gut gemacht. Also, was heißt gut gemacht? Ich meine, ist es auf Soft? Ja, er muss auf Soft. Gut, ja. Runde 14, das geht eigentlich. Easy, ja, das passt. Easy hat er das. Das Problem ist halt nur, er ist es halt letzter, ne? Wie langsam muss man sein, um in Liga 3 gekickt zu werden? Keine Ahnung. Ja, also, John ist aber... Krass, ey! Hallo! Ihr dürft nicht überholen und der Safety Car, hallo! Danke. Ja, das hat er auch schon wirklich. Junge! HP10 jetzt mit Softs und so viele haben Strafen vorne, ja, das könnte noch was werden für John. Ja. Der Safety Car war auf jeden Fall seine große Rettung, muss man schon fast sagen, weil sonst hätte er überhaupt keine Chance mehr. Ja, also, ja. Gute Punkte gehabt. Das stimmt, ja. Ja, so hat er, wie du sagst, immerhin die Chance. Also, ich glaube, Podium wird schwierig. Ja. Weil Vasco und die beiden Williams da vorne, die sind, glaube ich, einfach zu schnell. Aber bis Mattas könnte das schon schaffen. Ja. Kommt, und Tim ist immer noch auf seinen Harz draußen. 11 Runden. Ja, der Kollege könnte dann auch langsam mal die Grube ansteuern. Der hätte jetzt eigentlich auch reingehen müssen. Der hätte auch reingehen müssen, ja. Bei ihm habe ich jetzt nicht so rumgeschrien, weil John so weit vorne war, aber bei ihm hätte ich genauso geschrien, wäre er so weit vorne. Also Williams, also im Endeffekt hat sich im Vergleich zum Qualifying aber gar nicht so viel getan eigentlich. Ne? Also ich mache jetzt nochmal... Noch beliebt noch. ich mache mal... John kann... Oh je, ja. Das ist wohl die pure Verzweiflung, die da spricht. Also gut, ach so. Ja, so viel hat sich nicht getan, außer dass Vasco von P18 auf P2 gefahren ist. Ja. Der ist natürlich gut nach vorne. Tim ist nur so weit nach vorne gekommen, weil er eben noch nicht in der Box war, ne? Und sonst hat Radek hat logischerweise viel verloren. John hat gerade noch viel verloren. Aber sonst hält sich eigentlich alles einigermaßen im Rahmen. Der Mattas hat gut aufgeholt. Podium, also es hat. Haben die alle gesoffen? Also. Ich glaube, denen geht's allen gar nicht gut. Da muss man, glaube ich, einen Arzt vorbeischicken. Aber wenn der gleich ein Podium holt, dann. Ja, dann brechen wir den Stream einfach schnell ab, und bevor er über die Linie fährt. So ein Ding ist das. Tja, kann ich auch nichts machen. John King, John Dick Eier. So, ist da gerade einer in die Box? Ja, Tim ist in der Box. Ja, guten Morgen, Kollege. Auch schon aufgestanden in Runde 12. Hallo. Oh Mann. Der geht auf Mediums. Ist wahrscheinlich gar nicht so blöd, ne? Wenn er die Chance hat, auf Mediums zu gehen, kann man tatsächlich machen. Ja. Also ist auf jeden Fall schlauer, als in der zweiten Runde vom Safety Car in die Box zu gehen. Sag ich mal so. Ja, John hat jetzt nur Medium-Leute vor sich, außer noch Vasco, aber den wird er nicht angreifen können, glaube ich. Ja, erstmal zumindest nicht. Ja. Da wird er ein, zwei Minuten vielleicht verbrauchen, bis er da vorne ist. Die Softs werden richtig schnell sein. Also, dass sie so krass sind. Die werden. Aber John muss das aber auch erstmal handeln. Ne? Erstens, genau, wir haben die unbekannte John, die im Auto sitzt. Das ist schon mal. Das ist unberechenbar, ne? So, und ich glaube, er kann einiges gut machen in den ersten ein, zwei Runden, wenn das DRS noch nicht, beziehungsweise gerade erst aktiviert ist. Aber danach, wenn dann der Zug mal richtig im Rollen ist, dann wird es, glaube ich, ganz, ganz schwer für John. Weil dann ist es, glaube ich, eher eine Sache von ERS als eine Sache von Reifen, dann die Pace-Richtung. Für John P1, wo seht ihr denn alle? Die haben alle gesoffen. Vergiss den Chat, die sind alle besoffen heute im Chat. Die haben das Samstagabendbier heute ein bisschen früher getrunken als so. Das, was er schreibt, was geholt den Comeback-Sieg, das ist schon eher wahrscheinlicher, ja. John DNF sehe ich auch eher, bin ich ehrlich, Chris, ne? Also John hat sein Samstagabendbier scheinbar ein bisschen nach hinten verschoben noch. P3 Vasco P1, das ist realistisch bei der Pace, die er. Ja, Vasco P1 kann sein, ja. Zumal, wenn Vasco einfach nur dranbleiben kann an Demio, dann sind, glaube ich, die Harten gegen Ende schon mindestens mal ebenbürtig mit den Softs. Ja. Ne?
So, Demio macht jetzt den Restart. Wenn John nicht rein. 24. Wenn John nicht rein liegt, 24 Stunden wenn Streamer. Ja, 24 Stunden. Also der Typ, ne? Wirklich. Ich bin, aber eigentlich wäre es mal lustig, ne? Also ich nach dem 24-Stunden-Stream bin davon jetzt erstmal nicht so begeistert. Eigentlich würde ich gern sehen, wie Chris da darauf reagiert. Ne? Ach so, Sven, Entschuldigung, Digga. Brustmuskel reißt nach anderthalb Stunden. Einfach weitermachen, Digga. Ist egal, oder? So, konzentrieren wir uns auf den Restart. Schon. Oh, der war gut, der Restart, oder? Ja. Ah, okay, er sah besser aus, als er war im Endeffekt. Jetzt hier darf man eh noch nicht überholen. Vasco scheint dran zu sein. Was macht John? Wichtige Frage. John fährt Fleischwolf hinterher. Wir gucken wir jetzt mal gleich in die Onboard rein. Wenn vorne nichts passiert, dann können wir erstmal hier zu John kurz gucken. Weil der könnte... John ist, glaube ich, am wahrscheinlichsten, dass er überholt. Oder passiert da vorne was? Guck du mal nach vorne, ob da was passiert. Ja. Ich bleib mal auf John drauf. Ja, sieht nicht so aus. Okay, dann gucken wir mal. John drückt nicht. Du musst da vorbei, John. Du musst drücken. John, der Knopf, drück den Knopf! John, hallo! Der, ja, ist auch noch, der ist auch noch am Schlafen. Alle eingepennt heute. Oh. Was, oh? Ja, Fleischwolf hat sich da gerade ein bisschen vertan, aber hat's noch halten können. Ich guck mal nach vorne. Radex Lenkrad löst sich vom Tisch. Oha! Oh. Ich höre Safety Car, Leute! Ich höre. Oh, guck mal, wer da war. Nee, doch nicht. Nee, vergiss es, hab Halluzinationen, kann man nichts machen. So, aber. Und John jetzt vielleicht hier? John? Ja, nee. Oh, er drückt. Jetzt soll ich? Ja, jetzt drückt er, oder? John, bist du ein bisschen verwirrt, John? Hallo! Der Unentschlossene. Ja, ich verstehe nicht, wieso er jetzt halt im zweiten Sektor drückt, ne? Versteht der Mann, dass der überholen muss? Vorbei? Oder? Ja, ich hoffe, dass er jetzt vorbei will. Oh, John! Nein! Nein! Da ist der Stream ist da, Leute! Der Stream ist da! Und Radek auch! Oh, die haben sich bildseitig... Sind die ineinander reingeböllert? Ja! Ich glaub's ja nicht! Safety Car, Mann! Och, ich glaub's ja nicht! Oi! Mann, wie kann man denn so dick sein? Oi! Oi! Oh, da ist sogar Yeti da, ne? Oi! Ja, Leute. Mann. Dick. Ja. Junge, Junge, Junge. Also, ich sag's dir, wie es ist. Liga 3, wir schreiben einfach nächste Woche Ups, die Punch-Show in den Titel, Digga. Das fällt nicht mal auf, glaube ich. Junge, Junge, Junge. Also. Ja, eigentlich können wir das Ding unter Safety Car dann auch zu Ende fahren, oder so, wie es ist. Oh, Mann. Jetzt will jetzt keiner auf die Softs, weil alle haben gesehen, was mit John passiert. Ja, aber ich glaube, das waren weniger die Reifen, sondern mehr der Fahrer, ne? Bin ich ehrlich. Also ich verstehe nicht, wieso drückt der denn nicht? Und dann macht er sowas. Also, aber warum lenkt er denn nicht, wenn da eine Kurve kommt? Der muss doch lenken in der Kurve. Warum fährt er geradeaus in der Kurve? Hat er nicht gesehen, dass da an der Wand ist? Ich verstehe es nicht. Muss halt lenken. Oh, aua. Na, Atman hat auch mitgemacht. Heißt, Atman ist auch auf, John. Oder wie? Unlucky. Tja. Schade. Aua. Wen sehen wir denn jetzt vorne? Wir haben nix. Was? Pascal, los. Ach so, ich soll, Ich glaube, du sollst die Wette aufgeben. Da muss ich aber raustappen. Ja, ich glaube, das ist nicht gut, wenn du jetzt raustappst. Ich glaube, das kann jemand anderes machen, oder? Also, das kann doch bestimmt SAD machen oder so, ja. Ja, Chris. Ich jetzt nicht. Ja, raustappen, schlechte Idee. Wobei, eigentlich so zum. Als aber Spannungsfaktor, wer wird disqualifiziert, wer nicht? Wer auch, ne? Nicht. Der SAD muss das eigentlich machen. Einfach mehr SC-Runden als Rennrunden. Ich glaube, ganz so schlimm ist es nicht, aber wir hatten. Das ist jetzt das dritte Safety Car, ne? Also so 8 Safety Car-Runden, 9 Safety Car-Runden werden wir schon haben, ne? Ja, gut, wir fahren jedes Mal 2.
glaube ich. Oder drei. Manchmal auch. Also, ist halt. Es dauert halt in Belgien so lange, ja, weil es halt die nächste Runde ist. Ne? Zieht sich halt, ne? Du musst Ausrufezeichen Liga machen auf dem Toaster. Ausrufezeichen Discord funktioniert, glaube ich, nicht. Wenn mich nicht alles täuscht. Kann natürlich auch sein, dass es geht, aber ich glaube nicht. Ich glaube, Ausrufezeichen Liga sollte aber gehen. Und Avix hat 5 Sekunden. Was ist da hinten los, Leute? Ah, da hinten ist einer. Oh, Tim! Der böllert in die Wand! Was macht der denn da? Warum fährt denn der in die Wand? Der wollte nochmal wo in die Box. Ja, aber. Aber. Ich meine, macht sogar Sinn, dass er in die Box geht, ne? Und sich Software holt. Aber. Hä? Dafür muss er doch nicht in die Wand fahren. Opa, Junge, ist das bei Avix die KI? Warum? Was macht Lunox da? Lunox kriegt jetzt. Jetzt kriegt Lunox die 10, die 5 Sekunden. Aber ist da. Sind die da hinten Bots? Oder. Die Frage, wie es John geht, ja. Also, John. Also. Nee, dazu äußere ich mich jetzt nicht weiter. Wen sehen wir denn jetzt vorne vor uns? Ich glaube. Also, Wunschloser wird schwierig, ne? Der hat die Strafe. Ich glaube, es. Also, wenn du hier dir jetzt eine Strafe holst, noch in den letzten 6 Runden, kannst du nicht gewinnen. Ja. Wunschloser hat halt 13 Sekunden. So. Oh, aua. Ja. Stimmt, Strafen kann ich mal anmachen. Oh. Ja, also alle, die jetzt Strafen haben, sind raus aus der Verlosung. Und sonst. Ich meine, Vasco wäre halt von 18 auf 1, ne? Das wäre halt wild. Ja. Die Williams sind zu zweit vorne, das kann helfen, wenn man im Discord ist, ne, und sich da gegenseitig helfen kann. Mattas hat sich bisher zurückgehalten und Josia auch, die sind schon die ganze Zeit da vorne. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob die dann die ultimative Pace haben, um da vorne dann richtig mit reinzustechen. Also ich glaube, die drei vorne machen es unter sich aus. Und ich glaube. Es macht. Na komm, Vasco, der macht das. Für die Comeback-Story. Dann ist es noch geiler. Als Win ist nochmal cooler als P1. Der macht das, der Vasco, der geht mir fest. So. Safety Kanal wird jetzt aufgelöst. Perfekt. So, mal gucken. Intervall ist weg, aber es ist jetzt erstmal egal. Ja gut, Intervall ist jetzt erstmal. Sollten alle relativ nah beieinander sein, ne? Sonst wäre das irgendwie komisch. Ist es natürlich auch für Vasco ist natürlich jeder Restart ein bisschen Nachteil, würde ich mal behaupten, weil die Harten dann doch ein bisschen schwieriger auf Temperatur zu bekommen sind als die Mediums. Ja. Ich glaube, die gehen da ein bisschen besser hoch. Reifen? Naja, Reifen sind halt basically egal, ne? Reifen kann ich anmachen, ja. Aber warte, wir kommentieren kurz den Restart und dann machen wir die Reifen. So, ja. Demio ist ja. Schon Hast du schon? Wunschloser das Heck. Shepard ist in die Box. Der hat sich scheinbar den Flügel angeditscht irgendwo. Oh. Und es ist. Mark ist nah dran und verliert das Heck. Schafft das da hinten, glaube ich, nicht. So, dann mache ich die Reifen wieder an, damit die Allgemeinheit beruhigt ist. Schafft's Vasco gegen Demio? Der drückt. Dann gehen wir mal rein in die Onboard. Nee. Der schafft gar nichts. Dahinter aber. Avix an Duffy? Avix an Duffy, ja. Avix? Nee. Duffy aber mit einem Straightline-Speed, das ist ja krass. Ui, nee. Oh Gott. Und Mark hat 3 Sekunden, das ist wichtig. Die 3 Sekunden, die sind wichtig. Was, Mattas? Wer, Mattas? Wo, Mattas? Ja, der ist dann auf dem Podium. Ach so. Ja, der ist auf dem Podium, da hast du recht, ja. Das stimmt. Oh, Pala gewinnt 27.000. Nice. Gewinnt Demio das Rennen. Ich meine, alle, die jetzt abstimmen, haben, glaube ich, einen kleinen Vorteil, weil der Kollege schon raus ist aus dem DRS fast, ne? Ja. Also, ja, er ist raus. Ist raus. Aber Demio drückt jetzt Demio drückt Vasco auch. Ja, die drücken halt beide, ne? Ja. Und die haben auch beide sehr ähnlich energiestandmäßig sind unterwegs. Was ist denn? Also nee, da hinten ist doch nichts, war ich kurz überfordert, bin ich ehrlich. Avex jetzt wieder an Duffy. Duffy drückt auch wieder. Der hat jetzt aber gleich kein ERS mehr. Der blinkt.
Oh, der ist am Einsatz. Ja, der ist halt am Einsatzlimit, Duffy, ne? Ja, genau. Und Avix geht da innen rein. Ui! So halb. Dann nimmt er sie wieder raus, die Nase. Oh, da Vasco gegen Mark! Am Exit, da ist, glaube ich, die bessere Traktion bei Mark auf den Mediums, aber DRS-Vorteil für Vasco jetzt. Alle überleben durch Orange. 750 gegen 2000, wenn er jetzt noch das, dann, Uff. Na, bei Avix läuft es nicht so gut. P9 gerade. Und ich glaube, wie es bei Demio mit den Strafen aussieht. Warum? Mark hat sich jetzt verteidigt. Ist DRS noch nicht an? Ah, der ist es noch nicht an, ne? Stimmt. War doch gerade. Stimmt, der ist es nicht an. Deswegen konnte sich Mark vorne halten. Demio hat übrigens keine Verwarnung. Also der kann das Ding eigentlich fast gar nicht mehr geben. Ne? Gar nicht mehr verlieren. Vasco hat eine Verwarnung. Okay. Ich meine, Demio ist jetzt anderthalb, Duffy hat 3 Sekunden währenddessen. Das ist jetzt erstmal nicht super relevant. Da hinten ist... Oh, Mattas dreht sich und verliert den Flügel. Oh. Oh! Also ein Teil davon. Oh, schade. Hat sich so gut gehalten. Und der wird jetzt es auch. Gedreht. Ja, oh, vorsichtig jetzt, vorsichtig. Jetzt kein Crash bitte noch auslösen. Das wäre ein bisschen überflüssig. Und Demio ist 2 Sekunden weg. Hei. Ja, also ich glaube, das Ding, Thema 3 Sekunden, das wird, glaube ich, eher ein Kampf. Naja, wird es ein Kampf um Platz 2 wahrscheinlich auch nicht, ne? Wegen der Strafe wird es ein Kampf um Platz 4 wahrscheinlich auch nicht, Leute. Also, ich bleib jetzt mal bei Demio drauf. Ja. Vasco kriegt aber DRS, ne? Vasco hat DRS, ja. Ja, Mattas ist in der Box, wie wir schon uns gedacht haben. Jetzt gehen wir mal zu dem Kollege Vasco in die Onboard. Ich meine, theoretisch muss er nicht vorbei. Außer er will natürlich gewinnen. Ne? Wenn er gewinnen will, logisch, dann muss er vorbei. Sonst. Drücken beide. Ja, jetzt. Vasco hat wieder aufgehört zu drücken. Ich glaube, Vasco will nicht. Ich glaube, Vasco hat das ganz vorne hat er schon aufgegeben. Da gucken wir mal, was so im hinteren Mittelfeld abgeht. Da ist Avix relativ nah an Tim White dran. Allerdings wird das auch nichts werden mit einem Überholmanöver. Ja. Aber Avix hat einen Lieder in den ersten Sektor bekommen durch das TNS. Oh, aber jetzt Avix in rein. Oh, nee, geht nicht, okay. Da hat die Kameraeinstellung ein bisschen getäuscht. Da braucht es eine Helium-Dive-Bomb für. Oder eine Hiko-Bomb, ne? Ja. Da haben wir mittlerweile einige Synonyme. Avix ist weit. Da hat er die Wand geküsst. Ist die Frage, ob da die Wand sauer drauf ist oder ob er die da küssen durfte. Das sieht ein bisschen nach anders dir aus, schätze ich fast. Vasco ist jetzt auch aus dem... Mark hat nur noch 25% und Vasco hat 50. Ja, der drückt es auch. Vasco drückt jetzt. Das ist jetzt auch gut, dass er drückt und wichtig, dass er drückt. Da kann John mal zugucken, ne? Hier, John, Knopf drücken, wenn es wichtig ist. Knopf drücken. ja, Demio ist mehr als nur solide, würde ich mal behaupten, dieses Rennen bisher. Ne? Das ist ja, eine das ist, 1A-Vorstellung, fehlerfrei. Ist das guten Start-Zielsieg ist es nicht, ne? Weil der John draußen geblieben ist, aber relativ ungefährdet. Und die beiden Red Bulls dahinter, also das ist ja auch eine Klopferei, die durchaus dann Spaß macht. Und Tim ist jetzt seinerseits in der Position Lunox anzugreifen. Und da geht es ja dann doch durchaus noch um wichtige Punkte. Für sowohl die Fahrer als auch die Konstrukteure. Mark blinkt. Kein ERS mehr. Okay. Passiert da vorne was? Nee, passiert nichts. Dann bleibe ich erstmal hier hinten drauf. Da geht es nämlich Tim an Shepard. Vorbei. Tim an Lunox vorbei. Genau. Und Shepard dahinter, Avix kommt nicht vorbei. Aber der könnte jetzt was Wildes probieren, vielleicht im Infield. Da gehen wir mal drauf. Der hat die Soften gegen die Harten. Da könnte er vielleicht eine wilde Aktion irgendwo reiten. Ja. Eventuell jetzt durch die schnelle Links hier durch und dann vielleicht da am Ausgang, wenn er die Kurve trifft. Oh, nee, die trifft er nicht. Ja, die trifft er nicht. Also langsam war es nicht, aber... Naja, ist ja nicht wirklich durch die Kurve gefahren, ne?
Dann gehe ich mal währenddessen ein Stückchen weiter nach vorne zu dem Herrn Fleischwolf, der sich mit Wunschloser vor sich und Tim hinter sich beschäftigen muss. Wunschloser, der hält die ganze Kolonne da so ein bisschen auf. Zumindest ist er der Letzte, der nicht das... der Erste, der nicht das DS hat. Und vorne hat sich aber Mark hat sich ein bisschen stabilisiert, ne? Also Demio... Ja, der hat jetzt mehr, 14%. Ist, okay. Die bleiben da bei 2 Sekunden. Da hinten geht Avix und da... Regenlinie, würde ich mal behaupten. Ja, Demio Liga 2 weiß ich jetzt nicht. Würde ich jetzt nicht so schnell behaupten. Das ist immer so eine Sache mit den Liga-Aufstiegen. Boah, Demio hat kein ERS mehr. Ob das reicht für Vasco, glaube ich nicht. Musst du sagen, wenn da vorne was passiert. Ich guck jetzt mir Fleischwolf und Tim an. Also Fleischwolf wird da relativ easy vorbeigehen. Die Frage ist jetzt, was macht Tim? Der geht nach innen, setzt sich da rein und zieht die Nase wieder raus. Und dreht sich. Ja, schade, ne? Oh, geht auf die Strecke. Oh, der Aston Martin. Oh je, Mine. Oh, und jetzt will Lunox wieder vorbei. Und jetzt nimmt der die Nase raus und lässt sie drin. Und was passiert hier? Und oh, das ist eng. Und die bleiben side by side. Oh. Lunox außen auf den Harten. Ui! Und jetzt sind beide in der Wand. Und jetzt ist er rein! Den Red ich getötet. Ich glaube, haben die sich nicht gesehen? Das sah sehr komisch aus. Nein, da war einfach nur Tim viel zu leise, viel zu langsam. Und dann ist der Avix hinten drauf gerotzt, Junge. Wieso? Keine Ahnung. Wie wenn er irgendwie Überschall fahren würde und dann hat er ihn einfach in die Wand gedrückt. Das hat er einfach nicht mitbekommen da vorne. Oh, Leute. Also wirklich, aber, ich mag mit gar keinem ERS mehr. Also beim Fahrradfahren wird einfach beigebracht. Wo du hinfährst, da guckst du hin. Und wenn da ein langsamer fährt, dann machst du ein bisschen langsam. Oder du bullerst natürlich einfach komplett hinten rein in die Olga. Das ist die andere Möglichkeit. So, damit haben wir jetzt aber auch offiziell alle Kämpfe beendet. Bis auf einen. Der ist ganz vorne und da hinten gucke ich mir mal davor noch kurz. Duffy gegen Upa. Oh, jetzt könnte was werden für Vasco. Guck mal uns an, Vasco. Jetzt könnte was werden. Der drückt auf jeden Fall, ja, den hat er. Zum Frühstück isst er den. Easy. So, ja. Ist durch. Aber nach vorne geht da nichts mehr. Letzte Runde. Nee. Oh, stimmt schon, letzte Runde. Das war jetzt nur noch dafür, dass er auch wirklich auf P2 Vasco. Beide weit hier. Über die Ziellinie fährt. Ich meine, es ist auch im Endeffekt egal, ne? weil Vasco eh vorne ist. Ja, hat was von Stockcar Challenge. hat jetzt aber keine wirklichen Spannungselemente mehr. Ich würde sagen, dann gucken wir einfach Demio auf seiner letzten Runde zu. Ja. Großartig, passt nicht alles mehr. Hatte sehr wenig Screentime dafür, dass er so ein fabulöses Rennen gefahren ist, kann man nicht anders sagen. Ganz kontrolliert. Und wenn man ehrlich ist, eigentlich irgendwie nie wirklich in Gefahr. Aber mit Josia wird's noch knapp. Mark und Josia, ne? Ah, hat das Podium. Wegen den 3 Sekunden. Oh, wir haben irgendwo. Gelb! Mark! Mark, aber nein, aber warum denn? Warum? Aber und ja. Fleischwolf auch noch. Aber der. Oh, und was passiert jetzt da hinten? Jetzt ist er der. Er wird halt vor den vorbei. Leuten alle kommen, weil die alle. Die haben 13, 13 und 10 Sekunden. Ja, er wird halt Vierter werden, ne? Aber so schafft es Vasco und Josia. Oh. Demio gewinnt erstmal, Vasco auf 2 und Josia auf 3. Mark, ja, Demio geht drüber, genau, Vasco geht drüber und Josia geht drüber und dann dahinter, die fahren zu dritt rüber, aber genau, ja. Das ist Mark, Fleischwolf und dann Wunschloser. Lunox über die Lunox. Linie, der geht auf die 5 noch nach vorne, okay. Voll. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, Matthias. Also Mark, ja. Ne? Also Mark. Oh. Also Mark, ne? Wir haben einiges gesehen, aber den Vogel hat er am Ende abgeschossen, aber es ging halt um nichts mehr, ne? Es geht um nichts, er hat den... Ja, es ging noch ums Podium eigentlich, ne? Der war ja mit Josia ziemlich am Fighten, das war ja sehr eng. Ah ja, stimmt, das vergesse ich immer, Dick. So, dann mache ich mal den Podium-Screen. Der alte Mann, Vasco, Oha. Des Tages.
Ja gut, auch nicht ganz unverdient, ne? Von, was war, 17 ja. auf 2 oder 18 auf 2? Irgendwie sowas 18, glaube ich, ja. Ich glaube, es war per 18. Ja. Gucken wir uns mal an, das Ergebnis. Da wirft einer Formel-1-Copies durch die Gegend. Wunderbar, die Mechaniker haben es wahrscheinlich nötig. Demio auf 1, Vasco auf 2, Josi auf 3. Von den drei werden wir dann auch gleich noch was persönlich hören. Mark auf 4, Lunox auf 5, Fleischwolf 6, Wunschloser 7, Mattas auf 8, Shepard mit einem stabilen 3-Stop auf 9, Lunox übrigens mit 3-Stop auf P5, muss man auch erstmal schaffen. Duffy auf 10, Avix auf 11, aber das ist dann glaube ich schon DNF. Tim, Avix und Tim werden beide noch gewertet, die kollidiert sind ganz gegen Ende und dann eben die Ausgefallenen. Und ich kümmere mich jetzt mal um den Podiumscreen. Wer war jetzt nochmal auf dem Podium? Das habe ich selber wieder vergessen. Josia auf 3, Vasco auf 2 okay. und Demi auf 1. So, Josia. Alpha Romeo. Ne, warte, muss ich erstmal kurz den Text. Erstmal kurz den Text. Wer gewonnen hat? Demio. So, zweiter wurde Vasco. Ich weiß ehrlich gesagt, ich glaube, ich habe mich gerade fett verschrieben bei Vasco, kann man nichts machen. Und Josia wurde dritter, ne? Ja. Josia. Ey, macht er uns Vasco mit 2 O, ne? Ja, Vasco und Demio auch mit 2 O, ne? Ja. Haben, glaube ich, perfekt, dann beide. So. Dann machen wir mal. Wenn ich die hochmoven kann, sagst du Bescheid. Ja, kannst du ja theoretisch schon machen, oder? Okay. Also Podiumscreen ist zwar noch nicht fertig, aber. Willi. Oh, ups. Oh. So, was. Was ist. Vasco fährt Haas, ne? Ja. Ja. Vasco fährt Haas. Und Josia fährt Alfa Romeo. Alfa Romeo, so. Ups, da muss ich vielleicht noch das andere Haas-Bild ausblenden. So. Übergang, Leute. Vasco, Demio, Josia, perfekt. Also. Sind alle da? Ja, sind alle da. Ja. Wunderbar. Yes. Also fangen wir an mit Demio. Ja, dominant würde ich mal behaupten, oder? Ja, ich weiß nicht. War mit den ganzen Safety Cars, um ehrlich zu sein, ein bisschen nervig, aber war gut. War halt auch eigentlich fast, ich denke mal, der einzige Grund, warum ich gewonnen habe, ist, dass Vasco auf den Hards gewesen ist. Aber ich denke, sonst wäre er wahrscheinlich schneller gewesen als ich. Aber ja. Sonst ja. War ganz entspannt. Ja, ist natürlich mit den Safety Cars, das stimmt, das vor allem eben mit dem Rhythmus dann ist das natürlich nicht so gut. Aber ja. Wunderbar zu Ende gefahren. Herzlichen Glückwunsch an dich und dann kommen wir mal zu Vasco. Glaubst du hättest das geschafft mit den Mediums? Nee, es lag nicht an den Mediums. Ich hab Minkschaden gehabt, ab 110. Okay. Bin leicht gegen die Wand, eigentlich passiert da nichts, aber ich hab da Minkschaden, hat Chef gemeint. Und hab schon auch direkt gemerkt. Aber von P18 auf 2. Ich kann nicht meckern. Das stimmt, ja. Aber eine Anmerkung habe ich noch. Und zwar an die Ligaleitung. Bitte. Wäre es vielleicht möglich, dass nach dem Quali man 1-2 Minuten Zeit hat, weil ich konnte keine Strategie auswählen und meine Reifentemperatur konnte ich auch nicht machen. Gar nichts. Weil ich war nicht am Sitz, weil ich habe noch schnell was getrunken und trinken wollen und dann ging es schon los. Das war ein bisschen whip. Okay. Ja, das tun wir mal so aufnehmen und gucken, was wir da machen können. Aber auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch. Stimmt, du warst. Ah, stimmt, was ist ein Qualifying? Du hast dich gedreht, ne? Hattest dann total Schaden. Ja, ich komme auf das Spiel noch nicht klar mit seit dem Update. Aufregen, okay. Keine Ahnung. Unlucky. Aber ist ja dann ein gutes Comeback von P18 auf P2. Und dann kommen wir zum dritten. Josia war auch gut eigentlich, ne? Die ganze Zeit vorne gewesen und am Ende dann profitiert und aufs Podium gefahren.
Ja, also grundsätzlich muss ich sagen, es war extrem kacke mit den ganzen Safety Cars, weil man hatte eben gar keinen Rhythmus. Und das Problem war auch, ich hatte einen Qualifying-Setup und dann war es Regen. Dann war das Ganze halt komplett im Eimer, weil, also ich bin vorhin in der Blitzquali bin ich eine 42,7 gefahren. Noch, also relativ hohes Niveau für Liga 3 würde ich jetzt schätzen, kann ich weiß nicht, wie es sonst gewesen im Trockenen, aber und dann war ich halt im Rennen immer ein bisschen langsamer als die anderen da vor mir und hatte auch eigentlich schon dann abgeschlossen, dass ich Vierter werde. Und dann, ja, ich war ja mit Marc im Call und der ist dann da auf den Curb außen gekommen, einfach weggedreht. Das war dann halt, also irgendwie fühlt sich nicht nach einem Podium an, aber letztendlich nimmt man es halt dann doch mit, ne? Aber tut mir extrem leid für Marc dann halt auch. Ja, das stimmt. Das ist natürlich so kurz vor dem Ziel, ist das dann natürlich blöd, wenn es einen da raushaut. Aber ich meine, du warst da und hast profitiert und daher auf jeden Fall verdientes Podium, würde ich mal behaupten. Auch an dich herzlichen Glückwunsch. Und danke an Mattas für das Abo. Und dann ja, sind wir eigentlich soweit durch. Und Mal schauen, ob die. Raid-Vorschläge, oder? Ja, genau. Gucken wir mal, ob sich da was finden lässt. Chat, was Können sagt ihr? Quibi raiden, Wir vielleicht? können Quibi raiden. Können wir machen, ja. Bob Ross. Wer zum Teufel ist Ach. Bob Ross? Ach, Muss man den kennen? Shane. Ist doch dieser Maler, oder nicht? Keine Ahnung. Mit der Meme-Maler, mit diesen Memes, oder nicht? Ich habe keine Ahnung, ich habe den Namen im Ja, Leben noch nie gehört. aber Quibi, machen okay. wir mach mal Quibi. Wie, das ist mit Slash Raid, ist das einfach nur, ne? Slash Ja. Raid und dann The Quibi. The Quibi. So. Jo. Okay. Perfekt. Also, dann würde ich sagen, bedanke ich mich bei allen fürs Zugucken. Hat Spaß gemacht, obwohl wir viele Safety-Car-Unterbrechungen hatten, was ein bisschen den Rhythmus gestört hat, aber was willst du machen? Und dann sehen wir uns morgen wieder um 17:30 30. Uhr für Liga 2. Bis dahin, mach's gut und ciao, ciao. Tschüss.